Die Welt, in der wir alle leben, ist ein großartiges und auch geheimnisvolles Konstrukt. Der Urknall, die Naturkonstanten, der DNA-Code, die Rolle von Viren in der Evolution, die Quantisierung und der strukturelle Aufbau der Materie können als Hinweis darauf gedeutet werden, dass unsere Welt das Ergebnis eines nichtlinearen Programms ist. Wir könnten sogar in einer simulierten Welt leben, um etwas zu lernen. Je nach Schwierigkeitsgrad würden wir vielleicht sogar in einer anderen Lebenssituation wiedergeboren werden und andere Herausforderungen meistern müssen. Dieser These möchte ich in diesem Video nachgehen. Kapitel 1. Wurde unsere Welt erschaffen? Glaubt man den Astrophysikern, dann war am Anfang der Welt die gesamte Energie und die Raumzeit in einem unvorstellbar kleinen Punkt vorhanden, der sich in einer unglaublich kurzen Zeit zu einem Anfangsuniversum aufgebläht hat. Die Astrophysik nennt dieses hypothetische Ereignis etwas verschwommen Singularität. Schon dies scheint ein Beleg dafür zu sein, dass unsere Welt erschaffen worden ist. Unwissenschaftlich könnte man sagen, das All war plötzlich da, als hätte es jemand angeschaltet. Dass die Physik einen neuen Schöpfungsmythos vorgestellt hat, der die religiös motivierten Schöpfungsmythen ablösen würde, das hatte eigentlich niemand erwartet. Dieses Modell wird und wurde allerdings innerhalb der Physik immer wieder in Frage gestellt. Ein Beispiel. Der Physiker Hans-Peter Dürr hat dieses Modell beispielsweise folgendermaßen kritisiert. Zitat: Diesen Gedanken halte ich nun für das Verrückteste, was man sich einfallen lassen kann. Der liebe Gott hat wenigstens noch eine Woche Zeit gehabt. Jetzt gibt man ihm nicht einmal mehr eine Trillionstel Sekunde. Zitat Ende. Während sich die Philosophie und die Religion schon immer mit dem Anfang der Welt und dem Sinn des Ganzen beschäftigt haben, hat die Physik eigentlich erst ab 2017 mit der aus der allgemeinen Relativitätstheorie entstandenen Kosmologie mit der Diskussion über den Anfang unserer Welt begonnen. Dabei diskutierte dies anfänglich Albert Einstein hauptsächlich nur mit dem Astronomen Willem de Sitter. Diese Kontroverse wurde übrigens erst 1975 bekannt, als man diese in den Archiven der Leidener Sternwarte entdeckte. De Sitter hatte nämlich erkannt, dass die Einsteinschen Gleichungen auch für ein materielloses Universum gelten würden und erstaunlicherweise ein fünfdimensionales Weltmodell entwickelt. Dabei wäre eine kugelförmige, vierdimensionale Raumzeit in einen fünfdimensionalen, ungekrümmten Raum eingebettet. Das kann man zwar berechnen, sich aber nicht vorstellen. Während Einstein anfänglich ein statisches Universum bevorzugte, musste man nach dieser Debatte von einem dynamischen Universum ausgehen. Der Astrophysiker Edwin Hubble hat dies 1929 durch seine Messungen an Galaxien bestätigt und sogar eine beschleunigte Ausdehnung des Universums beschrieben. Die sogenannte Hubble-Konstante ist ein Maß dafür, wie schnell sich das All heute ausdehnt. Warum sich das Universum beschleunigt ausdehnt, wird mit der hypothetischen dunklen Energie erklärt. Das könnte vielleicht auch durch ein noch rotierendes Universum erklärt werden, aber für dieses Modell fehlen noch ausreichende Daten. Heute kann die Astrophysik die Messungen über bestimmte Asymmetrien in der Hintergrundstrahlung und die beschleunigte Ausdehnung des Universums noch nicht mit ihren kosmologischen Modellen erklären. Ist man sich dann wenigstens einig, dass es einen Anfang gegeben hat? Nein, es gibt nämlich auch Theorien, die ein pulsierendes Universum für möglich halten, das keinen definierten Anfang und auch kein definiertes Ende besitzt. Das wäre dann ein Universum, das ewig existiert. Das Universum gilt heute als eine aufgeblasene Quantenwelt.
Da bleibt allerdings eine wichtige Frage unbeantwortet. Warum hat die gleichzeitig mit der Materie paarweise entstehende Antimaterie nicht die gesamte Materie wieder aufgelöst? Angeblich blieben wenige Trümmer des Auslöschungsvorgangs übrig. Das ist aber, wie ich meine, nicht besonders logisch. Wir sehen also, dass mit unserem Modell des Universums etwas nicht stimmen kann. Kapitel 2: Die universalen Gesetze und Regeln. Wir wissen also weder, wie das Universum entstand, noch warum es das Universum überhaupt gibt. Vielleicht verraten uns die Naturgesetze, um was es dabei geht. Als Naturgesetz wird in der Wissenschaftstheorie eine durch Beobachtungen überprüfbare Regelmäßigkeit von Vorgängen in der Natur bezeichnet, die unabhängig von uns wirkt. Naturgesetze sollen immer und überall gelten. Das soll auch für das Universum gelten, kann dort allerdings nur zum Teil überprüft werden. Es gibt nun unterschiedliche Arten von sogenannten Naturgesetzen. Einmal mathematisch beschreibbare Ursache-Wirkung-Beziehungen, Aussagen zu statistischen Mittelwerten, Aussagen zu kollektiven Wahrscheinlichkeiten oder Aussagen auch zu chaotischem Verhalten bei sogenannten selbstorganisierten Prozessen. Der Begriff Naturgesetz unterstellt, dass es eine Art Gesetzgeber geben müsste, der diese Regeln aufgestellt hat. Die Physik geht dieser Frage nicht nach, weil die Naturgesetze per Definition mit dem Urknall in die Welt gekommen sein sollen. Statt Gott nennen wir die Ursache für diese Regeln jetzt Singularität. Vertreter der Multiversumtheorie umgehen dieses Thema, indem sie behaupten, dass sich in jedem dieser Universen zufällige Regeln ergeben hätten, die zufällige Ergebnisse erbrachten. Fast alle dieser Universen würden dann zwar die gleiche Menge Energie enthalten, aber daraus hätte sich nichts Neues entwickeln können. Eine größere Energieverschwendung wäre eigentlich nicht denkbar. Das Multiversum-Modell lässt sich ebenso wenig beweisen wie die Stringtheorie. Aber man kann ja mal drüber nachdenken. Es dient meines Erachtens offensichtlich nur dazu, sich möglichst keine Gedanken darüber zu machen, wer oder was hier die Regeln aufgestellt hat. Welche Regeln gelten nun in unserem Universum? Die wichtigste Regel ist, dass unsere materielle Welt nur durch Polarisierung der potenziellen Energie des Quantenvakuums entstehen konnte. Die Schaffung von Materie geht nämlich immer nur in Form von Materie und Antimaterie paaren. Nach Richard Feynman unterscheiden sich diese nur durch den Zeitfluss. Unsere Welt ist also ein unauflösbares Konstrukt aus Energie und Zeit, die in einem dreidimensionalen Raum eingebunden sind. Man könnte auch sagen, das Quantenvakuum hat Gestalt angenommen. Aus dem Tao sind die grundsätzlichen Kräfte Yin und Yang entstanden, könnte man auch sagen. Die Polarität ist damit ein wesentliches Merkmal unserer Welt. Wo allerdings die Antimaterie seit dem Urknall geblieben ist, das ist immer noch ein großes Geheimnis. Es muss also irgendetwas dafür gesorgt haben, dass Materie und Antimaterie nicht sofort wieder verschmolzen sind. Obwohl die meisten physikalischen Prozesse vorwärts und rückwärts gleich ablaufen, gehen wir von einer Ursache-Wirkungsrichtung aus. Das nennen wir Kausalitätsgesetz. Bedeutet, dass der Zeitfall nur in die Zukunft weisen kann. Bis heute gibt es dafür keine überzeugende Erklärung. Viele Physiker haben dafür die Gesetze der Thermodynamik herangezogen. In meinem Video zur Zeit bin ich darauf näher eingegangen. Sehr wichtig sind in unserer Welt die 6 Erhaltungsgesetze. Das gilt für die Energie, den Impuls, den Drehimpuls, die Ladung, die Parität und die Anzahl der Teilchen. Beispielsweise kann Energie nicht zerstört, sondern nur umgewandelt werden. Elektrische Energie kann ich dann beispielsweise in Bewegungsenergie und Wärme umwandeln. Dabei sollen diese Gesetze an jedem Ort, zu jeder Zeit und auch in jeder Richtung gelten. Die Mathematikerin Emmy Noether hat darüber hinaus bewiesen,
dass alle Erhaltungsgrößen durch Symmetrien dargestellt werden können. Es gibt allerdings eine Ausnahme bei der schwachen Wechselwirkung, also das ist die Grundlage auch für Radioaktivität. Dort scheint die Symmetrie bei der Parität von Neutrinos nicht zu gelten. Bisher sind dort nämlich nur linksdrehende Neutrinos gemessen worden. Unser Weltbild hat also noch einige Risse, also einiges können wir uns nicht erklären. Schon Werner Heisenberg vermutete, dass die Symmetrien zum Wesen der natürlichen Welt gehören. Zitat: Man könnte sich im Idealfall denken, dass alle wirklichen Symmetrien der Natur durch eine Folge von Zweiteilungen zustande gekommen sind. Zitat Ende. Als Zwischenfazit möchte ich festhalten, dass es unsere Welt ohne die festgelegten Symmetrien, die Kausalität und die Polarität nicht hätte geben können. Unsere Welt wurde also nach bestimmten Ordnungsmerkmalen konstruiert, kann auch sagen programmiert. Das kann kein Zufall sein. Kapitel 3, die Naturkonstanten. Die Bestimmtheit der Naturkonstanten ist ein Mysterium und auch ein Indiz dafür, dass es so etwas wie ein mathematisches Programm gibt. Schauen wir uns deshalb mal die sogenannte starke Kraft an, die die Atomkerne zusammenhält. Die Kernkräfte sind um mehr als 1 Billion Mal stärker als die elektrische Anziehungskraft, die zum Beispiel ein Proton und ein Elektron in einem Wasserstoffatom aneinander bindet. Wäre sie nur um wenige Prozentpunkte stärker, gäbe es keinen Wasserstoff mehr im All. Alle Wasserstoffatome, die im Urknall entstanden sein sollen, wären dann nach kurzer Zeit zu Helium verschmolzen. Es hätte also ein Universum in dem heutigen Sinne nicht geben können. Ein anderes Beispiel, die Gravitationskonstante. Würde diese stärker wirken, wäre das Universum nach dem Urknall rasch wieder verschmolzen. Der Chemiker Dr. Markus Wiedenmeier sagt dazu folgendes, Zitat: Würden Sie zum Beispiel die Gravitationskraft, eine der 4 Grundkräfte der Physik, nur um 1 Milliardstel von der Skalenbreite verändern, in der eine solche Grundkraft mindestens liegen kann, würde alles Leben zerstört werden. Zitat Ende. Wenn wir die bekannten physikalischen Kräfte anschauen, dann ist immer sogleich eines besonders aufgefallen. Die Wirkung nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Was kann der Sinn dieser Regel sein? Den Sinn kann ich erkennen, wenn ich mir klar mache, dass jede Kraft einen besonderen Raum beherrscht und sich nicht nur in der Kraftwirkung, sondern auch in der Reichweite und Funktion ausdrückt. Dadurch entstehen voneinander abgetrennte Gestaltungsräume. Die stärkste Kraft hat die geringste und die schwächste Kraft die größte Reichweite. Das Seltsame ist, dass das Produkt aus Kraft und Reichweite bei allen Grundkräften offenbar gleich groß ist. Neben der Tatsache, dass die Kräfte im Quadrat der Entfernung abnehmen, ist dies, wie ich meine, ein weiteres Indiz dafür, dass es einen gemeinsamen Ursprung gibt. Möglicherweise beeinflussen sich die Elemente durch Rückkopplungsprozesse sogar gegenseitig, weil auch Informationen ausgetauscht werden. Dann habe ich ein nichtlineares System vor mir, das ich auch mathematisch anders beschreiben müsste. Ein schönes Beispiel für diese Rückkopplungsprozesse sind Heizkörperthermostate, die als Sensor mit der Heizung gekoppelt sind. Dadurch erfolgt eine ständige Anpassung der Ist-Werte an die Soll-Werte. Man nennt das auch ein Prinzip der Selbstorganisation. Von außen erscheint dieser dynamische Vorgang einer ständigen Rückkopplung aber als Konstante. Wenn ich diesen Rückkopplungsmechanismus nicht kennen würde, hätte ich den Eindruck beim mehrmaligen Messen der Raumtemperatur, dass diese in natürlicher Weise eine Konstante ist. Wir wissen also nicht, ob die Naturkonstanten, die wir messen, nicht auch das Ergebnis eines selbstorganisierenden Systems mit Rückkopplungsschleifen sind. Kapitel 4. Der DNA-Code. Der DNA-Code, der strukturell mit dem mRNA-Code identisch ist, ist die Information, die über die Gene an die Nachkommen weitergegeben wird, damit aus Menschen Menschen werden und nicht vielleicht Kaninchen. Alle Lebewesen sind über diese Sprache kodiert.
Das wissen wir übrigens erst seit der Entdeckung im Jahr 1961. Die Gestalt und die lebenserhaltenden Prozesse aller Lebewesen wurden durch einen Code aus nur 4 Buchstaben programmiert. Entweder hat es also eine Art Urzelle gegeben, aus der alle Lebewesen durch evolutionäre Prozesse entstanden sind, oder verschiedene Gattungen von Lebewesen standen am Anfang und haben sich dann weiterentwickelt. Unabhängig davon, ob die fehlenden Glieder noch gefunden werden, die sogenannten Missing Links, dieser Code kann kein Zufall sein, obwohl es die Evolutionsbiologie gerne so darstellen möchte. Die Bausteine unseres Lebens sind komplex gefaltete Proteine, die mit der Abfolge von maximal 20 Aminosäuren kodiert werden. Dabei kodieren immer 3 von 4 Basen eindeutig eine der 20 Aminosäuren. Aus 4 Triplets können 64 Codewörter gebildet werden. Deshalb werden die 4 Buchstaben A, C, G und T auch als Alphabet des Lebens bezeichnet. Der genetische Code ist ein eindeutiger Hinweis, dass wir in einer programmierten Welt leben. Wie Leben wirklich möglich geworden ist, das wissen wir bis heute nicht. Tatsache ist, dass schon einfache Bakterien mehrere hundert Gene benötigen, um lebensfähig zu sein. Der Genforscher Craig Venter hatte nachgewiesen, dass mindestens 473 Gene erforderlich sind, damit ein Bakterium lebt und sich vermehren kann. Er hätte im Labor die Gene eines sehr einfachen Bakteriums mit ursprünglich 525 Genen jeweils einzeln abgeschaltet und die Lebensfähigkeit überprüft. Das Leben ist also mit großer Wahrscheinlichkeit das Werk einer höheren Intelligenz. Diese können wir Gott, das Universum oder auch die Matrix nennen. Wir könnten auch auf einen Namen verzichten. Kapitel 5. Die Rolle von Viren in der Evolution. Falls wir in einer programmierten Welt leben, die man auch eine Simulation nennen könnte, dann ist die Frage zu beantworten, ob diese Welt von Anfang an perfekt programmiert wurde oder ob es Anpassungswerkzeuge geben musste. Im Urknall gab es offensichtlich neben der Energie und der Raumzeit auch programmierte Regeln, die die Entwicklung voranbrachten. Die Welt hat sich aus einfachen chaotischen Zuständen in eine komplexe Ordnung verwandelt. Es sieht allerdings nicht so aus, als wenn das Ergebnis schon am Anfang feststand, da auch zufällige Abweichungen möglich sind. Hinzu kommt, dass lebendige Strukturen Netzwerke bilden und Informationen austauschen. Dabei kommt es zu Rückkopplungen, die wiederum als Ursache für andere Entwicklungen verantwortlich sind. Man bezeichnet dies als nichtlineare Systeme bzw. Programme. Wenn man diese Programme neu starten würde, dann wären mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten. Man spricht dann auch von einer Simulation und erhält verschieden wahrscheinliche Szenarien. Ein Programmierer würde im Normalfall in den Ablauf so eines Programms nicht eingreifen und erst bei Vorliegen des Endzustands möglicherweise einige Korrekturen vornehmen und dann neu starten. Das geschieht zum Beispiel beim Testen von Klimamodellen, die die reale Entwicklung möglichst gut wiedergeben sollen, um dann auch Prognosen für die Zukunft zu errechnen. Programmeingriffe, die zwischendurch vorgenommen wurden, müsste man an Brüchen in der Kontinuität erkennen. Das Universum hat sich beispielsweise nicht kontinuierlich mit einem Faktor ausgedehnt, sondern beschleunigt. Zur Erklärung wurde die dunkle Energie erfunden, die sich physikalisch aber noch nicht nachweisen ließ. Schauen wir uns mal genauer die Welt des Lebendigen an, dann fallen uns sofort die vielen Viren auf, die die Evolution intensiv begleitet haben. Viren sind sehr merkwürdige Wesen, da sie keinen eigenen Stoffwechselprozess zustande bekommen, sondern sich immer an Zellen andocken müssen, um sich zu reproduzieren. Viren sind eigentlich nichts anderes als kleine Kapseln, die mit einer genetischen Information gefüllt sind, die sich nach dem Andocken an eine Zelle in diese hineinpressen. Danach übernehmen sie diese Produktionsstätten und vervielfältigen sich dann selbst.
Interessant ist, dass diese Produktion auch noch dann funktioniert, wenn beispielsweise ein befallenes Bakterium schon tot ist. Tatsache ist, dass Viren beispielsweise die Veränderung von Säugetieren verursacht haben, indem sie die Plazenta entstehen ließen. Die Virusforscher Forter und Claverie sind sogar der Ansicht, dass die genetische Vielfalt auf den horizontalen Gentransfer mit Viren zurückzuführen sind. Mindestens 8% unseres Genoms besteht danach aus Virus-DNA. Die Virologin Professor Karin Mölling stellt sogar Folgendes fest, Zitat, etwa 10-20% unserer Erbmasse sind identisch mit der von Bakterien und fast 50% unseres Erbguts besteht aus Retroviren oder retrovirusähnlichen Elementen. 5% stammen aus Genen von Pilzen. Das würde ja die Vorstellung von der Evolution als Folge von Abweichungen in den Vererbungsprozessen und der Konkurrenz um knappe Ressourcen vollkommen über den Haufen werfen. Was könnte dies bedeuten? Wir nehmen Viren meistens als schädliche Parasiten wahr. Das gleiche denken wir von Computerviren. Nützliche PC-Virenprogramme heißen dann im Unterschied dazu unspektakulär Updates. Könnte es also sein, dass Viren in unserer Welt auch ähnliche Aufgaben erfüllen können? Das würde dann allerdings bedeuten, dass Viren möglicherweise erschaffen werden, um Lebewesen noch während der Entwicklung des Universums abzudaten, das heißt zu optimieren. Oder ist diese Idee völlig abwegig? Kapitel 6. Die quantisierte Grundstruktur der atomaren Welt. Die materielle Welt weist eine innere Struktur auf, die wie geplant erscheint. Wir erkennen hier mathematische Regeln des Kosmos, die vergleichbar sind mit unseren Harmoniegesetzen der Musik. Die Oktavstruktur der Materie und unserer Musik kann eigentlich kein Zufall sein. Die Welt der Chemie kennt viele verschiedene Elemente, die in dem sogenannten Periodensystem mit Ordnungszahlen dargestellt werden. Wie wir heute wissen, können alle Elemente mit nur 3 einfachen Masseteilchen dargestellt werden. Das sind die Up- und Down-Quarks und das Elektron. Im Standardmodell der Physik finden wir noch einige andere Bausteine, die man Bosonen nennt. Diese sollen den Zusammenhalt der Teilchen garantieren und die Verbindung durch Kraftwirkung aufrechterhalten. Das Photon ist dann beispielsweise für die elektromagnetische Kraft zuständig. Das Higgs hingegen verleiht den Teilchen die Masseeigenschaft. Viele Teilchen wurden nur in den Teilchenbeschleunigern erzeugt und sind extrem instabil. Entscheidend ist, dass die stabilen Atombestandteile, nämlich die Protonen und Neutronen, durch eine Dreierkombination der Up- und Down-Quarks gebildet werden. Die Quantenphysik beschreibt diese Teilchen aber nicht mehr als Punkte im Raum, sondern als dreidimensionale Wellenphänomene. Am deutlichsten wird das an den paradoxen Eigenschaften des Lichtteilchens, dem Photon. Je nach Messvorgang erscheint es mal als Teilchen und mal als Welle. Das Standardmodell der Physik muss also als eine starke Abstraktion der Wirklichkeit verstanden werden, weil wir die Mehrdimensionalität der Teilchenwelt noch nicht berechnen können. Auch der Blick in die Welt der Atome zeigt, dass diese nach verhältnismäßig einfachen Regeln aufgebauten Teilchen den Eindruck eines Programms hinterlassen. Kapitel 7. Die Struktur des Kosmos. Das Planck-Weltraumteleskop der Europäischen Weltraumorganisation hat die bislang genaueste Karte der kosmischen Hintergrundstrahlung geliefert, die ein Abbild über die Verhältnisse kurz nach dem Urknall zeigen soll. Astrophysiker haben dabei Folgendes festgestellt. Zitat, das beobachtete Fleckenmuster erweist sich als selbstähnlich. Seine körnige Struktur bleibt bei immer stärkerer Vergrößerung fast dieselbe. Zitat Ende. Es sieht danach aus, dass der Kosmos das Ergebnis eines nichtlinearen Programms sein könnte, das durch Wiederholung einzelner Schritte entstand und holographische Merkmale aufweist. Dies ist vergleichbar mit der Entstehung der sogenannten Mandelbrotmenge, einem Computerprogramm,
das durch mathematische Regeln eine Art Zellwachstum erzeugt und damit reale Prozesse in der Natur anschaulich macht. Dabei handelt es sich um eine sehr einfache nichtlineare Gleichung, die die Iterationsregeln bestimmt. Am Ende entstehen so zweidimensionale Fraktale. Das Besondere ist, dass jeder Bildausschnitt eine verkleinerte ähnliche Kopie der gesamten Mandelbrotmenge ist und eine Spiegelsymmetrie entsteht. Es könnte also sein, dass das Universum wie ein Zellautomat programmiert ist und nach relativ einfachen nichtlinearen Regeln entstand und sich auch weiterentwickelt. Im Übrigen sieht es danach aus, dass diese Regeln mit den Prozessen in unserer lebendigen Natur vergleichbar sind. Das würde allerdings bedeuten, dass das Universum als eine Art Superorganismus beschrieben werden müsste. Folgendes sollte uns zu denken geben. Eine Arbeitsgruppe um Joseph Burchett von der University of California in Santa Cruz hat den Algorithmus eines Schleimpilzes genutzt, um die Vernetzung von 37.000 Galaxien zu simulieren. Damit konnte eine Prognose erstellt werden, die erstaunlich gut zu den bekannten Verbindungen passt. Möglicherweise entwickelt sich das Universum nach den gleichen Regeln, die wir bei lebendigen Strukturen erkennen können. Wir können im Universum ähnliche Vorgänge wie in der Natur beobachten. Sterne werden geboren, wachsen und sterben. Dabei werden die chemischen Elemente erzeugt, aus denen wir dann auch bestehen. Die schwarzen Löcher spielen dabei die Rolle einer Geburtsstätte und eines Friedhofs und erscheinen uns wahrscheinlich nur in dieser Form, weil sie den Zugang zu einer höherdimensionalen Welt herstellen. Wir können uns das eventuell nur vorstellen, wenn wir uns in die Welt eines zweidimensionalen Wesens hineinversetzen. Eine dreidimensionale Kugel, die diese Flächenwelt durchdringen würde, erscheint dort erst als Punkt, der immer größer wird und dann wieder kleiner würde und am Schluss verschwunden ist. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass einige Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlerinnen auf die Idee gekommen sind, unser Universum als ein dynamisches Hologramm zu deuten. Die Idee ist auch deshalb nicht so abwegig, weil Berechnungen des sogenannten Ereignishorizonts der schwarzen Löcher den Eindruck vermitteln, hier wäre eine Dimensionsreduktion nachweisbar. Bisher konnte eine Quantengravitation, die als Eigenschaft einzelner Teilchen gelten könnte, nicht gemessen werden, weil sie viel zu schwach wäre. Selbst ein Golfball, der aus mehr als 10 hoch 20 Atomen besteht, erzeugt eine kaum messbare Schwerkraft. Vielleicht wird es uns daher nie gelingen, die Quantisierung der Gravitation nachzuweisen. Kapitel 8. Leben wir in einer Simulation? Unsere Naturwissenschaften erkennen zwar mehrheitlich das Urknallmodell als neuen Schöpfungsmythos an. Sie wollen aber hinter den Naturgesetzen und Messergebnissen keine Programme erkennen, weil das die Frage nach einer schöpferischen Intelligenz aufwerfen würde. Das passt einfach nicht zum Glauben, dass der Zufall unsere Welt regiert. Die Filmstudios sind da weniger dogmatisch und haben etwa 20 Filme produziert, die in einer simulierten Welt spielen. Das fing schon 1973 mit Welt am Draht an. Das Thema wurde besonders durch die Matrix-Reihe ab 1999 populär. Einige YouTube-Kanäle haben die These, wir würden in einer Simulation leben, vom Philosophen Nick Bostrom abgeleitet, teilweise mit der Matrix-Serie kombiniert und dann auch noch Elon Musk aus dem Jahre 2016 zitiert. Oft kommt der Hinweis, dass wir das nur erkennen könnten, wenn wir Fehler in dieser Simulation finden würden. Einige argumentieren auch mit dem Quantenhall-Effekt in Metallen, den man angeblich unmöglich programmieren könnte. Der Physiker Harald Lesch hat sich mit diesem Thema auch schon mal 2017 beschäftigt und dies allerdings als eine nette Denkübung abgetan. Der Physiker Gerd Ganteföhr
sieht in seinem in diesem Jahr veröffentlichten Video zwar viele Hinweise zur Quantifizierung unserer Welt, aber meint, dass die Raumzeit eher analog konstruiert ist. Zitat: Die Simulationsidee entspricht dem Zeitgeist, ist mir aber zu simpel. Zitat Ende. Mein Fazit: Die Hinweise auf eine programmierte Welt sind meines Erachtens nicht zu übersehen. Natürlich fehlen noch einige Bausteine, um aus naturwissenschaftlicher Sicht den endgültigen Beweis zu liefern. Es könnte dann zum Beispiel der Fall sein, wenn wir erkennen, dass auch die Gravitation und die Zeit als Quantenphänomen beschrieben werden müssten. Es kann allerdings noch sehr lange dauern, da wir diese schwächste aller Kräfte auf subatomarer Ebene bisher nicht mit vertretbarem Aufwand messen können. Die Frage nach dem Warum werden sich unsere Naturwissenschaften sicher nicht stellen und die Beantwortung den Philosophen oder den Religionen überlassen. Ich meine, dass unsere Welt ein ganz besonderer Lernort ist. Durch die Polarisierung und die Erschaffung der Raumzeit können wir uns erinnern und Erfahrungen in bestimmten Situationen machen. Die Konsequenzen unserer Entscheidungen können wir erkennen und daraus lernen oder vielleicht auch nicht, bevor ein neues Spiel des Lebens beginnt. Diese Simulation dient also möglicherweise der Vervollständigung unserer Persönlichkeitsentwicklung. Erst wenn wir alle möglichen Situationen gemeistert haben, kommen wir wie in einer Computersimulation in den nächsten Level. Es könnte ein Bereich sein, dem es keine Raumzeit gibt und Gedanken unmittelbar wirken. Lassen wir uns also überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen.